Welcome back to another German Food Review and it's Mentos time. Mentos squeeze. So it's a gum, yeah, with a filling, 99% fruit filling, 99% with apple. Why is it with apple? It should be strawberry, Erdbeer Geschmack, so strawberry flavor, as you can see here. Okay. Price, yeah, quite pricey. I think 2.60 euro or so, 50. Yeah, quite high calories. 200 calories per 100 gram, and it's 60 gram. Okay, negligible. Okay, there's no sugar in it. But 10% sugar. Okay, sweetener. Oh, this red is terrible. A lot of sweetener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sweetener. That's a record, isn't it? Is there a product with more sweetener than this year? Please let me know. But okay, doesn't matter, it's a gum. And nobody eats a kilogram of gum, I hope. Let's open it. Okay. What should I do? I'm not strong enough, I think. What the heck? Huh? Oh, oh. Yes, I'm sorry. I'm sorry. Here we go. Ooh, smells like, oh, yum. Oh, don't know, plastic with a little bit of strawberry and plastic again or so. Ooh, yeah, not very nice. but yeah, taste is important. So let's cut one. Let's cut one. I hope that works. Okay. Let's get a few more out here. Okay, I think a close-up cut is not really possible. 99% filling. And why is it not red? That is weird, isn't it? Let's cut one more. Also not red. It should look like that, shouldn't it? Anyway, here we go, two at once. Okay, not so sure about the strawberry flavor. I mean, the flavor is quite nice, but it's more a mix of something. It's not just strawberry. But it's also not apple. It's a little bit sour. Okay, and it's yellowish. All right, let's eat one more. Here we go. And of course, mint. Is there mint? Yeah, 1.2% strawberry extract. That's not enough. Yeah, don't know. It's not apple, it's not strawberry, it's a mix. Don't know why they call it strawberry. That's disappointing. But overall, it's not bad. It's sweet as hell. Yeah, this on the outside, it's a little bit minty. And it's nice. The first bite is nice. And then it's just a very soft bubble gum. And now it's more minty and fresh. But there's no strawberry, so 99%, I'm sorry. I'm disappointed. I want strawberry. If I read something like that here, Erdbeergeschmack.
Okay, but yeah, it's not bad, of course. But it's pricey, it's from Mentos, of course. But I expect strawberry. Thanks for watching, I continue in German. So, jetzt gibt es mal Mentos. Squeeze. So, das sind Kaugummis. Mit angeblich Erdbeergeschmack. Hattet ihr die schon mal? Eigentlich war ich ganz aufgeregt. Kaugummis mit schönem Erdbeergeschmack oder so. Ja, das klingt gut. Schöne Dragees. Hier, 30 Dragees. Und das Erste, was auffällt, hier sind Süßstoffe drin oder Süßungsmittel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Süßungsmittel. Gibt es ein Produkt mit mehr Süßungsmitteln? Oder ist das der Rekordhalter? Keine Ahnung. Und das ist auch schon sehr komisch. 99% Fruchtfüllung mit Apfel. Erdbeergeschmack. Alles klar. Ist mir erst gar nicht aufgefallen, weil man sieht ja das hier, oder? Und nicht, man liest ja nicht den Stern da. Wo ist er? Hier hinten der Stern. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist ja gar kein Stern. Wo war denn der Stern? Den habe ich irgendwo gesehen. Wie auch immer. Kalorien. 200 Kalorien, aber es sind nur 60 Gramm. Und ja, man kann Kaugummi zwar runterschlucken, macht ihr sowas. Oder esst ihr davon auch ein Kilo, würde ich nicht machen. Aber ja, den kann man vernachlässigen. Aber hier stand es drauf mit dem Apfelpulver. 99% in der Füllung. 10,4% im fertigen Produkt. Aha. Gut, ja, auf jeden Fall nur 1,2% Erdbeerpulver. Das ist lächerlich wenig. Ich habe es mal auseinandergeschnitten. Ich werde mal noch reinschneiden. Here we go. Und das sieht schon gar nicht aus wie Erdbeere. Das ist... Ich weiß auch nicht. Das sieht richtig komisch aus. Bitte fokussieren, oder? Was würdet ihr dazu sagen? Ja, Preis ist auch ziemlich hoch. 2,50 Euro oder so. Oder 2,60 Euro kann es sein. Ich glaube, ich habe es im Lidl gekauft. Das ist ja mal alles ein bisschen günstiger. Aber ist auf jeden Fall nicht günstig. So, here we go. Ich rieche mal dran. Oh, das stinkt. Es riecht nicht gut. Mm. Ich weiß nicht, riecht irgendwie wie Plastik, aber nicht 100% wie Plastik. Aber nicht gut auf jeden Fall. Nicht angenehm. Ja, müsst ihr nicht dran riechen. Und der erste Bissen sind gut, here we go. Schön frisch. Aber dann kommt die Enttäuschung. Keine Erdbeere. Schmeckt nach irgendwas, aber nicht nach Erdbeere und auch nicht nach Apfel. Und das hier außen schmeckt nach Minze. Frisch. Here we go. Ja, schon nicht schlecht, schmeckt schon. Aber ganz ehrlich, für 2,60 Euro oder 70 Euro will ich einen schönen Erdbeergeschmack haben und nicht das hier. Ja, deshalb bekommt es auch nur 99%. Würde ich nicht nochmal kaufen. Nee, guckt euch mal die komische Füllung an. Kennt ihr das hier? Seid ihr abhängig davon? Liebt ihr das? Oder sagt ihr auch, nee Junge, das ist hier keine Erdbeere, das will ich nicht haben. Ja, wie gesagt, der erste Biss ist nice. Knackt schön, dann wird es schön frisch. Und dann schmeckt es nach irgendwas. Eine Mischung. Aus, ich weiß nicht, Apfel und... Wenn man das im Blindtasting... kosten würde, würde man bestimmt nicht rausschmecken, dass der Erdbeere drin sein soll. Aber okay. Wenn man es kauft, dann ist es schon nicht so schlecht, aber man wird halt ein bisschen enttäuscht. Oder zumindest ich bin enttäuscht. 99%. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.